So, auf geht's. Wieder fliegender Start. Ich glaube, hier gibt's gar keinen stehenden Start. So, auf geht's, ab geht's. So, kommen wir schon ran? Kommen wir ran? Nee, wir kommen überhaupt nicht ran. Eher der kommt hinter uns, kommt ran. Alter Verwalter. So, ich weiß hier, die erste Kurve geht eigentlich voll, nur dann muss man bremsen. Und sogar das Auto geht quer und der hinter mir geht aber mal richtig ab. Der geht mal richtig gepflegt ab und wir cashen uns jetzt direkt gleich mal zwei. So. Oh Gott, ah, der hat ein Kackhandling. Und ich kürze die ganze Zeit ab, was ich nicht machen sollte. So. Ach komm, bremsen ist was für Anfänger. Gib doch Gas. So. Ja, hier fahre jetzt ich. Das ist kein Platz mehr für dich. So, aber ich glaube, jetzt kann es sein, dass ich auf der Grad gleich wieder geschluckt werde. Weil ich nicht so viel Topspeed habe, oder? Ich weiß es nicht. So, wann geht das rote Lämpchen an? Jetzt. So. Versuche denen auf jeden Fall mal keinen Windschatten zu geben. Okay, hier auf Windschatten. Hier. Nee, das bringt nichts. So, hier gehe ich jetzt schon mal vorsichtshalber vom Gas. Komm hier wieder ein bisschen etwas weit raus. Aber alles im grünen Bereich. So. Und hier reicht es immer kurz vom Gas gehen. Ne, die erste geht sogar voll, würde ich mal sagen. Aber bei der zweiten solltet ihr ein bisschen vom Gas gehen. Ja, obwohl, die gehen eigentlich alle ziemlich voll. So, jetzt bleibt man hier auf dem Gas. Oh ne, die geht nicht. Oh! Und dann passiert das, dass man ein bisschen Fahrzeugkontrolle braucht. So. Ja, hier kann ich im dritten bleiben. Also der dritte Gang ist hier bei dem Daihatsu, der Standardgang auf diesem Kurs. Außer halt bei der Gerade, da gehen wir einmal hoch in den vierten. Aber sonst. Und jetzt haben wir doch schon wieder riesigen Vorsprung, 5 Sekunden. Und der robbt sich die 150 Stundenkilometer hoch. Alter Verwalter. So, ich bin jetzt hier schon mal ja, auf die Bremse gestiegen vorher. Und ja, dann schon mal runtergeschaltet. War zwar ein bisschen wieder ein Begrenzer, aber naja, gut. So, und ich kürze hier die ganze Zeit ab. Bin hier viel zu forsch mit dem Einlenken. So. Ja, ich gehe trotzdem immer noch mal ein bisschen vom Gas. Sicher ist sicher. So. Ja, aber diesmal ging die Kurve hier auch. So, hier hätten die Curbs rücken ein bisschen früher anfangen können. So. Mal schauen, was das jetzt hier noch mal für eine Rundenzeit wird. Ich glaube, keine Verbesserung, aber gut. Und nochmal den vierten Gang schalten. Doch, es wird sogar nochmal eine Verbesserung. Ah, und ich habe mir wieder ein Gummibärchen verdient. Da hätten wir das auch geschafft. Wie viel habe ich? 43.000. Alter, da fehlen noch 5.000. Super. Da ist ein Sieg umso süßer. Hahaha, Wortspiel. So, jetzt sollten wir doch wieder ein Auto haben, oder? Die Amateurserie ist auch schon freigeschaltet, okay. Wagon RRR 98 Triple R. So,
Was ist das jetzt für ein Auto? Ich hoffe, das bringt mich weiter. Von Suzuki. Ja, ich möchte den Gegenstand benutzen. So. Jetzt mal gucken, was ist das für ein Auto? Och, nee, nicht der. Oh. Nein, der kann mich ganz sicherlich nicht weiterbringen. Das ist dieses Kastenauto, was ich überholt habe im ersten Rennen. Oh, Entschuldigung. Ja, ja, der kann mich weiterbringen, ne, Mr. Easy Racer? Jawohl. Weil ich jetzt irgendwie die Befürchtung habe, dass ich mir ja schon wieder ein neues Auto kaufen muss. Weil jetzt würde das Witzrennen kommen. Und ich bräuchte hier einen japanischen Klassiker. Und ich bräuchte hier einen europäischen Klassiker. Was ist das? 60 oder später? Und da könnte man das direkt mit dem hier verknüpfen. 69 oder früher, also... warte, da gucken wir direkt mal, was hier so für typische Gegner sind. Okay, Giulietta Sprint, what the fuck? Okay, na gut, ich würde sagen, wir machen erstmal das Jahresrennen, ne? Typische Gegner, wie viel KW haben die denn? 102! Alter. Nee. Ja, ich möchte den auswählen. Nee. Hier, so können wir das doch machen. Motor, was können wir denn hier kaufen? Was würde mir der denn bringen? 85 kW. Kaufe ich. Für 1000 geht das schon. Einlasssysteme. Der würde mich schon 2500 kosten und bringt mir nicht so viel. Ein Auspuff. Vielleicht ein Sportauspuff. Boah, Alter, das ist alles so krass teuer. Titanrennauspuff, jawohl. Aber der bringt hier überall nicht so viel, ey. Vielleicht bringt hier wirklich mal jetzt was, was so richtig krass ist, so. Ja, das wäre krass, aber wird mich 10.000 kosten. Alter, bin ich Bonze. Das bringt mir wahrscheinlich gar nichts. Genau, so ist es. Antrieb. Und das bringt mir wahrscheinlich auch nichts, richtig. Boah, Alter, da müsste ich mir echt so krass... Wisst ihr was? Ich guck jetzt mal was. Ich guck erstmal nach einem Japsen-Klassiker. So, typischer Gegner wäre... Ach, dieser Dome. Dome Zero Concept. Ah, Mitsubishi Mirage und Nissan Skyline, da könnte ich auch mal nachschauen. So. Ja, ich muss jetzt hier halt mal meinen Kram jetzt hier zusammensuchen, das tut mir gerade ein bisschen leid. Ich werde jetzt erstmal meinen Gebrauchtwagen gucken. Oh, Alter. Vanquish, nee, wir machen da mal bitte Ansicht ändern. Okay, 9702. Ein Witz RS. Ah, den besitze ich also schon. Nee, aber hier sind keine Oldie-Autos dabei. Alles nur neue. Ja, 61, aber ist ja ein krasser. Nee. Nee. Ah, dieser Witz RS, das müsste ich mir schon mal wieder fast mal angucken. Für wie viel wird der mich kosten? 11.000 Euro.
Ja, ich glaube, den kaufe ich. Oder? Nee, der läuft hier nicht weg. Jetzt schauen wir nochmal. So, ich gönne mir jetzt trotzdem mal ein Gummibärchen. Schauen wir mal im Händler nach. So, erstmal Toyota. Ich brauche Tee. Nee, das ist zu weit. Toyota da unten. Der würde mich 16.000 kosten, ist aber scheiße. Ach ja, und das war's also schon. So ein Toyota Yaris kennt man hier nicht. Alles klar. So, wo wollte ich jetzt nachgucken? Nissan. Aber die Oldie Autos werden die hier nicht drin haben, oder? 90, nee, ich brauch früher. Nee, das bringt mich nicht weiter hier. Ja, und das sind sowieso dann die ganz krassen Teile. Wie viel kostet mir eigentlich so ein 6? Oh. Der wäre ja auch schon fast eine Option für das letzte Rennen dann. Okay. 89. Nee, ich brauche da was anderes. Gott, was ist das? Ja. Was war der 89? 89, nee. Also kaufe ich mir dem beim Gebrauchtwagenhändler erstmal diesen Witz da und gang ein bisschen Tuning und dann sollte das gehen. Da war er. Kaufen. Ich fress hier schon wieder die ganzen Gummibärchen. Ey, ich muss mir doch mal hier Marken, ja. Ich muss mir das mal marken. Ich muss mir mal merken, dass ich wirklich ja, noch eine Stunde LP. Aber gut, auf geht's jetzt. Ja, ihr seht, ja, ich weiß nicht. Einer hat mir auch geschrieben, wegen den Ladezeiten, ja, natürlich könnte ich sie rausschneiden, aber naja. Naja, sage ich da jetzt mal. Den hier, was ist, wenn ich... Erstmal will ich den verkaufen. Ach ja, der hat nur 76 kW. Und wieso das? Wegen Ölwechsel wahrscheinlich oder so. Verkaufen, wie viel würde mir... Ja, 3.800, ja. Meinetwegen. Und ich verkaufe den hier noch. Verkaufen. Jo. So. Den habe ich ja eh schon, ne? Erstmal wieder zu GT Auto. Und Ölwechsel.